Ja, vielen Dank und herzlich willkommen zu diesem Webinar rund um das Thema MTA. Ich bin Oberarzt an der Universität in Basel in der Schweiz und ja, hauptsächlich eigentlich für die Endodontie zuständig, aber habe in letzter Zeit sehr viel mit dem MTA-Material gearbeitet. Möchte Ihnen ein paar Einblicke geben, was wir da für Möglichkeiten sehen, Anwendungsmöglichkeiten, aber auch verschiedene Fälle zeigen, die wir mit dem MTA gelöst haben. Und möchte mich als erstes eigentlich ganz herzlich bedanken bei Produit Dentaire, die uns sehr stark an der Universität in Basel unterstützen. Ich werde dann zeigen, was für Produkte wir da verwenden, aber nicht nur Produkte von dieser Firma, aber unter anderem auch von dieser Firma. Ich habe aber keine finanziellen Interessen an diesen Produkten, somit möchte ich mich da für irgendwelche ungeschickten Werbungen entschuldigen. Ich möchte auch dem Dental Tribune International danken für die Technik, für den technischen Support. Ist halt immer so ein bisschen eine Vorbereitungsfrage, wie man sich da einrichtet für ein Webinar, aber es hat alles wunderbar funktioniert. Vielen Dank dafür. Möchte Ihnen ganz kurz mein Behandlungszimmer zeigen. Es geht darum, dass ich da ein sehr wertvolles Instrumentarium habe. Und was mich einfach gewisse Einblicke ermöglicht, wo ich denke, dass wir gerade mit der Handhabung mit dem MTA unbedingt auch eine gewisse Vergrößerungshilfe haben sollten. Ich habe selber ein Mikroskop, arbeite sehr gern mit dem Mikroskop. Das Mikroskop hängt da oberhalb vom Stuhl. Und es ermöglicht mir tatsächlich da gewisse Sachen zu sehen, die man halt ohne Vergrößerung oder gute Ausleuchtung halt nur sehr schwer sehen kann. Wie gesagt, ich bin Endodontologe und die Einblicke ins Endodont sind für mich wunderschöne Einblicke und da sieht man oftmals einfach sehr viel mehr, wenn man da eine gute Ausleuchtung, eine gute Vergrößerung hat. Hier einen Einblick in den oberen ersten Molaren und wie Sie wissen, hat es häufig noch einen zweiten mesobukalen Kanal. Wir sehen dann einen Einblick in den ersten mesobukalen Kanal und meistens im Zuge Richtung Palatinal sieht man da oftmals noch eine kleine Öffnung, die für den zweiten mesobukalen Kanal stehen kann. Und da sehen wir, wie man halt mit der Vergrößerung diesen Kanal dann aufbereiten, finden, aufbereiten und reinigen kann. Das Mikroskop bietet aber auch viele Möglichkeiten, halt unter sich zu arbeiten. Hier mit einem Ultraschallinstrument wird ein C-förmiger Kanal aufgezogen und man kann somit eigentlich auch in der Tiefe des Wurzelkanals mit einer optimalen Ausleuchtung arbeiten. Und das ist oftmals sonst sehr schwierig, wenn man keine optimalen Lichtbedingungen und eine gute Vergrößerung hat. Also Einblick für mich in Zahnreihen ist eine tolle Sache, weil ich denke, da sehen wir endlich mal, was wir machen. Es ist kein Blindflug mehr. Und gerade bei der Anwendung vom MTA, denke ich, macht es viel Sinn, dass wir da auch einen guten Einblick habe. Und bei mir hat sich dann auch ein bisschen was geändert, sobald ich mit dem Mikroskop gearbeitet habe. Habe ich gemerkt, dass meine Instrumente, die ich vorher hatte, eigentlich heute nur noch Schlagbohrer sind. Dementsprechend haben sich auch meine Instrumente ein bisschen geändert. Ich kann heute graziler, substanzschonender und minimalinvasiver arbeiten, was wir eigentlich heute alle versuchen zu erreichen. Und damit möchte ich mich eigentlich jetzt zu der Anwendung vom MTA begeben. Ich möchte Ihnen da kurz aufzeigen, was wir für Möglichkeiten haben, wo wir überall das MTA anwenden können. Und das sind Anwendungen, die von der Vitalerhaltung, also Pulpa-Überkappung, zu Perforationsdeckung, zu einer Retrofüllung oder bei unreifen Wurzeln, wenn es zu einer Apexifikation oder wenn man eine Apexifikation machen möchte, kann man MTA anwenden oder bei Resorptionsfällen, wo es zu einem Durchbruch kam, wo man eigentlich eine Verbindung hat zum Parodont, überall dort, wo man vitales Gewebe hat,
dort macht ein biokompatibles Material wie das MTA Sinn. Ich möchte mit der Vitalerhaltung starten. Klar, die Anwendungsmöglichkeiten kennen Sie von der indirekten Überkappung zur direkten Überkappung, wenn die Pulpa bereits exponiert ist. Vielleicht etwas unbekannter ist die partielle Pulpotomie, zu der ich auch noch gleich kommen möchte, oder zur kompletten Pulpotomie. Die Prognose der Zähne ist ganz klar besser, wenn wir sie vital erhalten können. Das heißt, wenn Sie immer die Möglichkeit sehen, die Zähne vital zu erhalten, dann versuchen Sie es. Sie vergeben sich eigentlich nicht wirklich viel. Sie können immer noch später eine Wurzelbehandlung durchführen. Aber ich denke, wenn man die Chance sieht, einen Zahn vital erhalten zu können, dann ist es unbedingt, sollte man das unbedingt versuchen. Und Kaplan hat es schon mal gezeigt in 2005, dass die Prognose vitale Zähne eigentlich deutlich besser ist, also 3 zu 1. Wenn man das aber genau noch angeschaut hat, sieht man, dass eigentlich bei Molaren die Prognose von vitalen Molaren im Vergleich zum devitalen Molaren 7 zu 1 ist. Und das ist für mich ein deutlicher Unterschied, ob man jetzt mit Molar vital erhalten kann oder Wurzel behandeln muss. Bei Frontzähnen und Prämolaren sieht es etwas besser aus. Dort haben wir oft einfachere Wurzelkanalsysteme. Somit ist die Prognose dort nicht ganz so schlecht. Aber vor allem bei Molaren versuchen wir heute, wenn es immer möglich ist, gerade bei jüngeren Leuten, die Molaren und die Pulpen vital zu erhalten. Ja, die Karies-Exkavation ist nicht immer einfach. Sie kennen das. Wie viel ist genug exkaviert? Wie viel ist zu viel exkaviert? Da gibt es Riesendiskussionen heutzutage. Die selektive Kariesentfernung ist ein großes Thema. Kann man vielleicht ein wenig Karies belassen, auch bei pulpanahen Arealen? Und schafft es dann, die Pulpe dann so vital zu bleiben, ohne dass man sie eröffnet. Der Björndal hat da eine ganz schöne Studie gezeigt bei jugendlichen Kindern und Jugendlichen, wo die schrittweise Kariesexkavation eigentlich sehr gut funktioniert. Also in vielen Fällen können wir ganz punktuell leicht bisschen Karies belassen, wenn wir so die Pulpeneröffnung vermeiden, und dann werden die Areale oftmals abgedeckt, um die pulpanahen Areale möglichst durch die adhesive Füllungsschritte dann nicht weiter zu reizen. Meistens verwenden wir da Calciumhydroxidpräparate. Und was meines Erachtens sehr wichtig ist, dass wir möglichst versuchen, eine adhesive Füllung durchzuführen, um einen erneuten bakteriellen Angriff auf die Pulpa zu vermeiden. Calciumhydroxidpräparate gibt es unterschiedliche. Es gibt Pasten, die nicht aushärten, die müssen noch abgedeckt werden. Es gibt aber auch lichthärtende Calciumhydroxidpasten. Ich denke, von der Handhabung her sind das Pasten, die nach meinen Möglichkeiten denke ich, sind das Pasten, die heute sehr gut funktionieren. Die haben ein Polymer drin, der dann Licht härtet und Lichthärtung dann aushärtet, und somit kann man sehr gezielt punktuell die Calciumhydroxidpasten anwenden. Da gibt es auch verschiedene Hersteller, die diese Pasten anbieten, und die sind auch in der Anwendung eigentlich sehr, sehr einfach anzuwenden. Die Vergrößerung hatten wir kurz angesprochen. Gerade bei auch einer ganz einfachen okklusalen Karies kann die Vergrößerung doch mal oft mal ein Vorteil sein. Wir sehen hier ein Bild ohne Vergrößerung nach Kariesexkavation. Die Ränder sind soweit sauber. Ich zeige Ihnen da mal eine Vergrößerung mit Lupenbrille. Hier eine zweieinhalbfache Vergrößerung, und schon da erkennt man so ein leichtes Durchschimmern vom mesopukalen Pulpahorn. Und wenn wir uns das aber unter dem Mikroskop anschauen, dann sieht man, dass da das Pulpahorn ganz grazil, ganz wenig leicht aufgerissen worden ist. Und wenn man halt gerade nach der Exkavation sich unsicher ist und halt die Möglichkeit hat, nochmal mit einer starken Vergrößerung drauf zu schauen, dann kann man dann diese
Eröffnung der Pulpa dann auch überkappen, hier mit einem lichthärten Calciumhydroxidpräparat, weil es eine minimale Eröffnung war, somit leicht eine direkte Überkappung der Pulpa. Und danach kann man dann weiterarbeiten mit der adhesiven Füllung. Und der Philipp Perrin hat das eigentlich ganz schön gezeigt, dass das Alter eine große entscheidende Rolle spielt auf die Sehstärke. Gibt so eine magische Grenze, die 40 Jahre, die erreiche ich auch ich nächstes Jahr. Und wo konnte er zeigen, dass eigentlich eine zweieinhalbfache Vergrößerung mit Lupe bei einem guten Sehvisus, bei jugendlichen Augen, eigentlich noch ganz gut funktionieren kann, dass aber ab einem gewissen Alter die Sehstärke oder das Sehvermögen abnimmt und somit in gewissen Fällen das Mikroskop einfach die bessere Wahl ist für die Vergrößerung. Die direkte Überkappung, also eine Eröffnung im Kariesfreien, funktioniert eigentlich ganz gut, solange wir uns im Kariesfreien befinden. Da gibt es verschiedene Studien, die das zeigen, dass man eine Pulpa-Eröffnung, sei es akzidentell oder durch Entfernung einer alten Füllung, wie hier in diesem Fall, mit einem Calciumhydroxidpräparat zum Beispiel abgedeckt werden kann, danach die adhesive Füllung durchgeführt werden kann und das eigentlich in vielen Fällen eigentlich relativ gut funktioniert. Heute weiß man, dass man sogar ein besseres Material hat als Calciumhydroxid. Calciumhydroxid hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert oder funktioniert heute immer noch sehr, sehr gut. Aber wir haben ein biokompatibleres Material, das MTA, welches in vielen Studien heute gezeigt werden konnte, dass es Vorteile hat im Vergleich zum Calciumhydroxid. Und das sowohl bei der direkten Überkappung wie auch bei einer Pulpotomie sieht man, dass das MTA einfach die besseren Resultate zeigt als das Calciumhydroxid. Und da gibt es viele Studien, die das belegen von früher, also von 2010, als die ersten MTA-Studien auf dem Markt publiziert wurden, bis eigentlich heute zeigen Studien, dass das MTA Vorteile hat im Vergleich zum Calciumhydroxid. Partielle Pulpotomie ist eine Behandlungsmethode, die ich sehr gerne bei sehr tiefen kariösen Läsionen anwende, wenn die Pulpa während der Exkavation eröffnet wird. Dabei gibt es ein paar Faktoren, die die Prognose der Behandlung begünstigen. Und das ist, wenn der Patient vorgängig keine spontanen präoperativen Schmerzen hat, wenn die Pulpa natürlich noch vital reagiert, wenn keine apikale Pathologie sich darstellt im Röntgenbild. Und was wir auch gesehen haben, ist, dass bei jüngeren Patienten die partielle Pulpotomie deutlich besser funktioniert als bei älteren Pulpen, die vielleicht schon ein bisschen was erlebt haben. Die partielle Pulpotomie ist nichts Neues. Zweck hat die bei traumatisch veränderten Zehen oder bei einer Pulperöffnung nach Trauma eigentlich schön zeigen können, dass die eigentlich ganz gut funktioniert. Dass bei einer eröffneten Pulpa, die vielleicht ein paar Tage schon exponiert war, dass man da keine komplette Wurzelkanalbehandlung durchführen muss, sondern eigentlich nur den oberen Anteil der Pulpa scharf abtrennt, im Sinne einer Wundrevision abdeckt mit einem Calciumhydroxidpräparat hier in diesem Fall und danach die adhesive Füllung durchführen kann. Somit bleibt die Pulpa vital und man kann eigentlich dann auch gerade bei Fällen, wo das Wurzelwachstum nicht abgeschlossen ist, davon ausgehen, dass die Wurzel dann weiter ausgebildet wird. Die Histopathologie spielt dabei eine wichtige Rolle und ich möchte Ihnen da ein paar Hinweise geben, die wichtig sind für die vitalen haltenden Maßnahmen. Die Karies ist oftmals weiter, als wir uns das vorstellen oder als wir das im Röntgenbild sehen. Nicht nur die Karies ist schon viel weiter, sondern auch die Bakterien. Hier eine Karies, die sich bereits im Dentin befindet.
Man sieht dunkel die Bakterien, die Instantin Richtung Pulpa ziehen, und die sind schon viel, viel weiter als die kariöse Läsion. Und man sieht auch, dass da durch die Toxine der Bakterien eine gewisse Reaktion in der Pulpa stattgefunden hat. Tertiärdentin wurde aufgebaut, aber man sieht auch, dass die Pulpa da Entzündungszellen aufgebaut hat. Also da ist es schon zur Reaktion in der Pulpa gekommen, obwohl wir eigentlich noch relativ weit uns von der Pulpa weg befinden. Ja, und Bakterien und deren Toxine sind eben oftmals weiter. Das hat auch Domenico Ricucci in einer Histologie ganz schön gezeigt. Die Bakterien können entlang von den Dentintubuli einfach schon viel weiter sein, als wir uns das vorstellen. Und auch die Klinik sagt uns nicht immer die ganze Wahrheit. Hier ein Fall aus einer Publikation von Domenico Ricucci, der gezeigt hat, dass in der Klinik dieser Patient eigentlich ein Symptome einer reversiblen Pulpitis gezeigt hat. Und reversible Pulpitis heißt, der Pulpa sollte noch ist reversibel entzündet und sollte eigentlich regenerationsfähig sein. Konnte aber dann in die Histologie zeigen, und das war ein Weisheitszahn, der gezogen wurde, dass die Pulpa eigentlich schon kleine Mikroabszesse entwickelt hatte, und man sieht da im Pulpahorn, wie sich da die Mikroabszesse eigentlich schon ausgebreitet haben, und das sind irreversible Schädigungen der Pulpa. Da braucht die Pulpa enorm viel Kraft, um solche Veränderungen wieder wiederherzustellen. Aber in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass wenn wir eine irreversible Pulpitis haben, also klinisch Symptome haben einer irreversiblen Pulpitis, dann ist es auch tatsächlich so, dass wir in der Pulpa eigentlich Areale haben, die irreversibel geschädigt sind. Hier unten rechts sichtbar, wie sich die Pulpa da wirklich schon degradiert hat, wie Mikroorganismen schon, die violett eingefärbt sind, sich in der Pulpa befinden und es tatsächlich da zu einer irreversiblen Schädigung gekommen ist, der Pulpa. Wir unterscheiden zwei unterschiedliche Eröffnungsarten der Pulpa. Einmal die traumatische Eröffnung oder die akzidentelle, saubere Eröffnung. Hier ein Beispiel einer Schmelztendinfraktur mit Pulpaeröffnung, und das sind Fälle, wo wir eigentlich eine gesunde Pulpa vorfinden. Im Vergleich zu einer kariösen Eröffnung, wo wir eigentlich in der Pulpa in vielen Fällen eine Entzündungszone sehen, wo sich schon gewisse Veränderungen wo sich schon gewisse Veränderungen entwickelt haben, wo sich die Pulpa halt auch zum Teil schon sehr stark entzündet hat und durch das halt einfach ein schlechteres Regenerationspotenzial hat als eine vitale Pulpa. Und das war eigentlich auch die Idee der partiellen Pulpotomie bei kariös eröffneten, bei einer kariös eröffneten Pulpa, dass wir uns eigentlich durch eine Wundrevision die kariösen Anteile und natürlich auch die entzündenden Anteile der Pulpa entfernen, mechanisch entfernen, und dann eigentlich eine vitale, gesunde Pulpa überkappen, die ein besseres Regenerationspotenzial hat als jetzt die entzündete Pulpa. Das ist die Idee der partiellen Pulpotomie. Ich habe Ihnen da mal einen Fall mitgenommen. Das war einer der ersten Fälle, die wir auch so behandelt haben. Sie sehen da einen oberen Molaren mit einer tiefen kariösen Läsion. Wir sehen auch schon mesiobukal das Pulpahorn durchschimmern hier in diesem Areal. Sie sehen auch die bräunliche Verfärbung der kariösen Läsion hier eingefärbt mit einem Kariesmarker, um zu zeigen, dass da noch Karies vorhanden ist. Und wenn wir da weiter exkavieren, kommt es halt zur Pulpaeröffnung. Es kommt auch zu einer Blutung in vielen Fällen. Der entzündete Anteil der Pulpa ist hyperämisch und zeigt somit auch eine höhere Blutungstendenz.
Und die Idee der Entfernung dieser Zone mit einem scharfen, sterilen Diamanten führt dazu, dass wir dann klar, es nochmal zu einer Blutung kommt. Wir desinfizieren den Anteil und schauen, dass es zu einer Blutstillung kommt durch leichte Kompression. Und wenn wir dann die Blutung somit stoppen können und Sie sehen hier eine noch vitale Pulpa, blutet eigentlich ganz schön, aber die Blutung steht. Und das ist genau eigentlich das Gewebe, was ich haben möchte, was ich überkappen möchte, weil das die beste Regenerationsfähigkeit hat. Somit kommt es dann zur Überkappung und wir wissen, dass Calciumhydroxid ist heute nicht das beste Material, sondern wir haben ein besseres Material, das MTA. Und ich möchte jetzt das MTA möglichst sauber platzieren. Da gibt es verschiedene Applikationsspritzen, die in Frage kommen können. Auf der einen Seite sicher mal die Amalgampistole, die Sie vielleicht von früher noch kennen, als wir noch Amalgam verwendet haben. Heute verwenden wir persönlich jetzt kein Amalgam mehr. Aber wir haben immer noch diese Pistolen. Bei relativ großen Überkappungen kann man diese Pistole verwenden. Die ist aber schon eher dick und etwas klobig, aber kann natürlich auch zu einer Applikation vom MTA verwendet werden. Ansonsten gibt es MTA-Carrier, die von verschiedenen Herstellern, die angeboten werden und auch in unterschiedlichen Größen. Wir sehen hier das MAP-System von Providonte. Das ist ein System, was wir jetzt bei uns an der Uni in Basel verwenden. Und da gibt es auch unterschiedliche Spitzen, die man verwenden kann, je nach Ort, wo man das MTA applizieren möchte, braucht man halt anders gekrümmte Spitzen oder gerade Spitzen oder man kann sich auch gewisse Spitzen vorbiegen, sodass man das MTA eigentlich an Ort und Stelle hinbringt, wo man es gern haben möchte, aber nicht die ganze Kavität verschmiert. Das MTA hat sich auch weiterentwickelt. Das erste MTA war das ProRoot von Dentsply. Es war ein graues MTA. Heute haben wir weißes MTA. Und da gibt es schöne Übersichtsarbeiten, was die Vorteile der MTA-Materialien sind. Torabinejad hat das schon gezeigt. Er war einer der Entwickler vom MTA und hat eigentlich sowohl die physikalischen Eigenschaften beim MTA, wie auch die klinischen Applikationsmöglichkeiten in diesen drei Reviews schön dargestellt. Ich möchte Ihnen kurz zeigen, wie wir das MTA anmischen. Es ist ein weißes Pulver, was mit Wasser, mit destilliertem Wasser angemischt werden soll. Wir nehmen dafür eine Glasplatte, einen Anmischspatel. Und mischen das MTA in eine Konsistenz an, die ähnlich ist wie nasser Sand. Wir müssen davon ausgehen, dass wir oftmals noch mal ein bisschen Feuchtigkeit in der Kavität drin haben. Und darum ist es von Vorteil, wenn das MTA eher ein bisschen trocken angemischt ist, also nicht zu feucht anmischen, lieber etwas trockener anmischen, dann ist ja auch die Applikation viel, viel einfacher. Hier wird das MTA jetzt aufgezogen in ein Spritzensystem. Das geht eigentlich ganz einfach. Ich versuche eine möglichst saubere Applikation zu haben. Durch das kann man die Kanüle nochmal reinigen. Und wenn wir dann das MTA applizieren, dann kommt so eine kleine Wurst raus, die man eigentlich relativ präzise dann einbringen kann. Wir sehen da nochmal der Fall nach der Pulpotomie, wo man das MTA einbringt und sehen, wie sauber man eigentlich das MTA platzieren kann, ohne sich die Kavität zu verschmieren, kann das MTA dann ganz leicht gegen das Gewebe andrücken. Wir brauchen Gewebskontakt, damit das Material auch die osteoinduktive Wirkung entfaltet und es dann zur Tertiärdentinbildung kommt. Nach der Applikation dann sieht es ungefähr so aus. Und das MTA braucht nun etwa mehrere Stunden zum Aushärten und so lange möchte ich aber jetzt nicht warten, sondern ich decke mir das Material mit einem lichthärtenden Material ab
und habe somit eigentlich dann kann eigentlich somit dann weiter mit der adhesiven Füllung weiterfahren. Und das ist auch wieder ein Punkt, wo ich sage, ich möchte keine weitere Attacke durch die Bakterien gegen die Pulpe. Ich möchte möglichst schnell eine adhesive Versorgung durchführen und habe somit eigentlich dann die beste Chancen, dass ich die Pulpa regenerieren kann. Wie sehen Sie denn das Röntgenbild 4 Jahre nach der Behandlung? Sehen das MTA beim mesiobukalen Pulpahorn und die Kompositfüllung. Wir sehen, dass das Apikal, eigentlich der Parodontalspalt, überall schön verfolgbar ist. Wir sehen, der Zahn reagiert immer noch positiv auf den Vitalitätstest und zeigt keine Symptomatik. Somit kann ich davon ausgehen, dass es der Pulpa eigentlich gut geht, dass sie sich erholt hat von der Behandlung. Und heute wird eigentlich, oder sehe ich, die partielle Pulpotomie als minimalinvasive Endo. Das wird auch als Endo-Light zum Teil betitelt, hier in einem Editorial vom Walters, erschienen im International Endodontic Journal, der gesagt hat, dass minimale endodontische Maßnahmen auch als Endo-Light betitelt werden können. Und die Vorteile sind ganz klar. Wir können eigentlich die Abwehrfunktion der Pulpa aufrechterhalten durch eine vitale Pulpa. Somit vermeiden wir auch eine apikale Parodontitis. Dann ist es sicherlich substanzschonender im Vergleich zu einer Wurzelkanalbehandlung. Sie können Zeit und Kosten sparen und oftmals haben wir auch weniger postoperative Schmerzen, wenn wir nur partiell die Pulpa entfernen, als wenn wir die Pulpa vollständig entfernen. Wie sehen die Erfolgschancen aus bei diesen vital erhaltenen Maßnahmen? Ja, da gibt es ein schönes Systematic Review von 2011, die Pulperöffnung im Kariösen dargestellt hat, einmal nach direkter Überkappung und einmal nach partieller Pulpotomie. Wir sehen, dass die direkte Überkappung über die Jahre eigentlich die Erfolgschancen nachlassen. Mit den Jahren kann es dazu kommen, dass direkte Überkappung dann doch wieder zu einer irreversiblen Pulpitis führen können. Und das ist auch das, was wir eigentlich heute beobachten, dass direkte Überkappung oftmals 2, 3 Jahre später dann nicht mehr funktionieren und dass es doch noch zur Wurzelkanalbehandlung kommt. Bei der partiellen Pulpotomie sieht das ein bisschen anders aus. Wir haben da längere Zeit und hier Nachuntersuchungen über mehr als 3 Jahre, wo man sieht, dass eigentlich in den ersten 3 Jahren die Erfolgschancen noch sehr, sehr gut sind, dass wir keinen Abfall haben in den Ergebnissen und dass wir weniger irreversible Schädigungen sehen nach der Behandlung der partiellen Pulpotomie. Und gerade bei jungen Leuten versuchen wir möglichst die Pulpen vital zu erhalten. Gerade wenn das Wurzelwachstum noch nicht abgeschlossen oder noch nicht komplett abgeschlossen ist, versuchen wir die Pulpen vital zu erhalten. Hier eine Patientin mit 2 unteren 6er mit großen Substanzdefekten, so großen kariösen Läsionen. Beide Zähne waren relativ stark betroffen. Beide Zähne waren aber noch vital. Und wir haben uns da auch mit den Eltern der Patienten entschlossen, die Zähne zu erhalten. Und dann kam es zur vital erhaltenen Maßnahme. Sie sehen die kariöse Läsion dargestellt. Hier schon die Pulperöffnung noch im kariösen, im mittleren oberen Bild. Dann nach partieller Pulpotomie sehen wir eine schöne Blutung, die dann gestoppt werden konnte. Abdeckung mit MTA, mit weißem MTA unten links. Und die adhesive Füllung in der gleichen Sitzung. Und das war dann das Röntgenbild, das postoperative Röntgenbild. Wir sehen das MTA auf der Pulpa, wo die 2 Pulpahörner eigentlich exponiert waren. Dann die kleine Deckschicht zwischen MTA und dem Komposit, was dann oben drauf kam. Somit können wir die Zähne eigentlich vital erhalten und das zeigen auch verschiedene Autoren. Hier eine Studie, die schön zeigen konnte, dass
Eine Pulpotomie mit dem MTA eine gute Alternative oftmals zu Wurzelbehandlung ist, wenn es zu einer Pulperöffnung kommt. Gerade bei Kindern macht es einen Sinn, diese Zähne möglichst lange noch vital zu erhalten. Wenn es dann später noch zu einer Wurzelbehandlung kommt, dann ist das dann so, aber dann haben wir zumindest ein paar Jahre gewinnen können und die Conclusion. Und war eigentlich ganz klar, dass MTA-Pulpotomie bei permanenten Molaren in Kinder eine Möglichkeit ist, um eine Wurzelkanalbehandlung oder eine Alternative zur Wurzelkanalbehandlung ist. Wir sehen oftmals auch tiefe Karyosläsionen im Studentenkurs. Das sind oftmals sehr große Läsionen und wir führen seit einigen Jahren diese partiellen Pulpotomien an diesen Patienten durch, die eine mit einer großen kariösen Läsion sich vorstellen, wenn es zur Pulperöffnung kommt. Hier in diesem Fall zwei kleine Öffnungen, eine da und eine da im oberen Anteil. Und der Zahn hatte eigentlich eine gute Prognose und wir haben uns entschieden, den haben versucht, den vital zu erhalten. Wir sehen hier nach partieller Pulpotomie oben links, die Blutung konnte eigentlich schön gestillt werden. Wir hatten keine starke Blutung. Das ist einmal auch ein Indikator, wie stark es rausblutet, ob wir jetzt schon im gesunden Gewebe sind oder noch im infizierten Gewebe sind, im pulpitischen Gewebe. Wenn die Blutung eigentlich nach wenigen Minuten steht, dann kann man sie überkappen, hier mit weißem MTA, schön appliziert, punktgenau auf die pulpotomierte Stelle und danach wird das MTA abgedeckt, die adhesive Füllung wird durchgeführt und wir sehen hier die adhesive Füllung vom Studenten, der das dann fertiggestellt hat. Möchte Ihnen schon mal ein paar Resultate zeigen unserer Nachuntersuchungen im Studentenkurs und die vergleichen mit älteren Studien. Hier eine Studie vom Zweck aus dem Jahre 1978, wo er 60 kariöse Zähne 5 Jahre lang nachuntersucht hat. Der Erfolg zeigen konnte von 97%. Bogen 2008, das war 30 Jahre später, mit knapp 50 kariösen Zähnen, dabei schon mit MTA gearbeitet und nach 9 Jahren Nachuntersuchungszeit waren noch 48 vital, also einer musste dann wurzelbehandelt werden. Und wir haben im Studentenkurs mittlerweile 30 Fälle sammeln können mit mindestens 1 Jahr Nachuntersuchungszeit und haben da eigentlich alle Patienten eingeschlossen, von ganz jung bis ganz alt. Und wir hatten zwei Fälle, die nicht funktioniert haben. Das waren alles ältere Patienten, die halt auch wahrscheinlich nicht mehr so eine regenerationsfreudige Pulpa hatten wie jetzt die jungen Patienten. Das zur Vitalerhaltung. Nun zu Perforationen. Perforationen sehen wir halt immer wieder. Kann es halt doch ab und zu geben. Ich kriege halt viele Überweisungen von Zähnen mit Perforation und versuche die natürlich, wenn möglich, abzudecken, sodass die Perforation wieder geschlossen werden kann. Je nachdem am Pulpaboden, aber auch an der Wurzelkanalwand oder wenn es Resorption gibt, kann es zur Perforation kommen. Hier ein Fall mit einer falschen Trepanation eines überkronten Zahnes, der wo bukal perforiert wurde. Oftmals sind überkronte Zähne oft sehr schwer einzuschätzen, ob die Trepanationsrichtung jetzt die richtige ist. Hier wurde falsch trepaniert und hat bukal eine Perforation durchgeführt. Die konnte dann mit MTA abgedeckt werden. Hier sehen da im Röntgenbild die MTA-Abdeckung und danach konnte die Wurzelfüllung fertiggestellt werden. Möchte Ihnen ein Video zeigen von einer Perforation bei einer Kanalsuche. Hier hat man einen mesobukalen Kanal gesucht. In diesem Areal hat dann ein Pulpaboden perforiert. Ich habe die Perforation ein bisschen aufgezogen, gereinigt und hier dann die Abdeckung mit dem MTA-Material
Applikation relativ sauber möglich mit diesen Spritzensystemen, hier das Map System. Danach wird das MTA vorsichtig angedrückt. Ich nehme da gerne die Rückseite der Papierspitze, die sehr gut funktioniert. Überschüsse vom MTA kann man mit einem etwas feuchten Wattepelle noch entfernen und hat somit eigentlich einen sauberen Verschluss mit MTA am Pulpaboden. Auch dieses MTA decke ich sehr gern ab mit einem Lichthärtenmaterial, so dass ich danach meine Wurzelkanalbehandlung eigentlich weiterführen kann. Ich mache da keine Zwischeneinlage, sondern versuche eigentlich möglichst rasch mit der Wurzelbehandlung weiterzufahren. Sie sehen auch, wo der zweite oder der mesibukale Kanal war und wo fälschlicherweise gesucht wurde. Hier im Röntgenbild sieht man das MTA, was Richtung Furkation eigentlich schön platziert wurde. Somit konnte eigentlich dann die Wurzelbehandlung fertiggestellt werden. Ja, Perforationen sehen wir immer wieder, auch bei Revisionsfällen, wo man dann halt nicht an der richtigen Stelle revidiert. Ich glaube, bei einer schlechten Sicht kann es oftmals passieren, dass man dann halt neben dem Kanal revidiert. Hier ein Revisionsversuch, der etwas daneben ging. Und da wurde auch die Perforation mit dem MTA abgedeckt. Wir sehen da die MTA-Füllung und danach die Revision, die fertiggestellt werden konnte. Hier ein weiterer Fall von zwei großen Schrauben, die in diesen Zähnen da eingebracht wurden. Und beim 1.7 wurde nach der Schraubenentfernung festgestellt, dass die Schraube nicht im palatinalen Kanal gesetzt wurde, sondern knapp daneben. Und auch da wurde die Perforation kurz gereinigt, dass wir wieder schön gesundes, sauberes Gewebe haben. Danach die Applikation vom MTA und Sie sehen, wie nahe, dass man eigentlich am palatinalen Kanal ist und trotzdem gelingt eine saubere Applikation vom MTA, ohne dass man sich den palatinalen Kanal jetzt mit MTA füllt. Mit der Papierspitze wird das MTA leicht angedrückt, dass wir den möglichst dichten Verschluss haben. Danach wird das MTA abgedeckt. Auch hier mit einem Lichthärtenpräparat und danach kann eigentlich die Wurzelkanalbehandlung, in diesem Fall eine Revision, weitergeführt werden. Auch hier nochmal ein Perforationsverschluss. In diesem Fall nach der Wurzelbehandlung haben wir eigentlich gesehen, dass es zu einer Stripping Perforation kam im Furkationsbereich und hier die Wurzelfüllung, die teils aus Guttapercha im apikalen Bereich mit Guttapercha durchgeführt wurde, dann im mittleren Bereich mit MTA. Und danach wird das MTA nochmal abgedeckt mit etwas Guttapercha und hat somit eigentlich eine Sandwich-Technik, wo wir das MTA zwischen zwei Guttapercha-Schichten dann eigentlich eingeschlossen haben. Und somit kann dann auch die Kavität danach sauber verschlossen werden. Das waren die Röntgenbilder zum Fall. Hier sehen wir vor der Revision links die intraradikuläre Aufhellung aufgrund der Stripping Perforation irgendwo in dem Bereich. Und hier nach Revision und MTA-Applikation. Auch da sieht man nochmal die intraradikuläre Aufhellung. Und das war 2 Jahre später. Wir sehen, wie der Knochen intraradikulär eigentlich wieder schön kompakt ist. Und der Zahn wurde danach noch mit einem Keramik-Overlay versorgt.
Ja, intraradikuläre oder Stripping Perforations sehen wir auch immer wieder, gerade bei Revisionsfällen. Wenn man da nicht vorsichtig revidiert, kann es zu einer Perforation kommen und die wir dann halt mit MTA aber verschließen können. Und das MTA bietet tatsächlich sehr, sehr gute Möglichkeiten, Perforationen zu verschließen mit einem biokompatiblen Material. Auch da wieder Applikation vom Material mit dem Map-System und Adaptation mit einer Papierspitze. Und da sehen wir die Röntgenbilder zum Fall links vor der Revision des Zahnes 4-7, rechts nach Revision des Zahnes 4-7. Und wir sehen da die Perforation im mittleren Kanalanteil. Oftmals unterschätzt man die Tiefe im Mikroskop, weil die Tiefe oftmals nicht gut wiedergegeben wird. Aber da waren wir tatsächlich im mittleren Anteil des Wurzelkanals, wo sich die Perforation dann auch befand. Die Literatur zeigt eigentlich gute Erfolgschancen. Hier eine Untersuchung von Johannes Mente, der 64 Perforationen nachuntersucht hat und auch im längeren Zeitraum und hat gezeigt, dass sehr viele eigentlich ausheilen und dass MTA eine gute Langzeit oder gute Langzeitergebnisse zeigt. Auch Fabio Gorni hat 110 Patienten nachuntersucht in seiner Untersuchung, hat gesehen, dass in den ersten 2 Jahren eine sehr gute Heilung stattgefunden hat, dass wenn es aber nicht in den ersten 2 Jahren zu einer Heilung kam, dass es dann oftmals aber zu einem Misserfolg geführt hat. Das heißt, wenn Sie relativ früh eine Heilung sehen, dann können Sie eigentlich damit rechnen, dass es auch gut funktionieren wird, auch langzeitig gut funktionieren wird. Aber sonst, wenn Sie anfangs schon keine Ausheilung der Läsion sehen, dann kommt es wahrscheinlich irgendwann mal auch zum Misserfolg, weil es entweder die Perforation zu groß war. Das ist ein Einflussfaktor, wenn es eine kombinierte Läsion ist mit einer erhöhten Sondierungstiefe und wenn die Lage halt einfach schwierig zu erreichen ist, wo einfach ein sauberer Verschluss nicht möglich ist, dann kommt es auch häufiger mal zu einem Misserfolg. Die Literatur zeigt eigentlich sehr, sehr viele und positive Studien für einen Perforationsverschluss mit MTA. Ich denke, es ist auch da wieder eine Möglichkeit, einen Zahn zu erhalten. Und wenn es nicht funktioniert, gibt es heutzutage ja immer noch andere Möglichkeiten, wie einen Ersatz zum Beispiel. Also ein Versuch ist es wert. Sie können sich eigentlich da nicht viel vergeben. In Basel sehen wir auch viele Frontzähne durch das Zahnunfallzentrum, was wir da haben. Hier ein Fall mit einer Perforation in dem bukalen Anteil. Das ist ein publizierter Fall von meinem Arbeitskollegen Dr. Leonard Büttel, der eigentlich ganz schön gezeigt hat, dass man solche Perforationen auch im apikalen Bereich mit dem MTA sehr gut wieder verschließen kann. Danach wurde die Wurzelfüllung fertiggestellt, der Zahn wurde auch noch etwas gebleicht und das war das Resultat 3 Jahre später. Die Apikalläsion hatte sich eigentlich nach 3 Jahren vollkommen regeneriert und der Zahn konnte somit mit einer Füllung hier in diesem Fall restauriert werden. Apexifikation, wenn Sie einen offenen Apex haben oder wenn es für die zur Retrofüllung kommt, dann können wir die offenen Apices mit MTA verschließen. Das ist natürlich von der Applikation her nochmal etwas schwieriger. Wir müssen in die apikalen Anteile runter und dann brauchen Sie eigentlich fast unbedingt so ein Spritzensystem, um das MTA im apikalen Bereich platzieren zu können. Sie können die Spritzen dann auch abmessen, die Ansätze abmessen, wie tief Sie das MTA applizieren müssen. Hier werden 2 Portionen eingebracht vom MTA im apikalen Bereich. Ich ziehe da meistens so etwa 2-3 mm von der Arbeitslänge ab und kondensiere mir dann das MTA nach apikal, hier mit einer Papierspitze, auch da wieder
Vorsichtige Adaptation des MTAs, sehen da den MTA-Plug im apikalen Bereich, danach die Wurzelkanalfüllung, hier mit erwärmter guter Percha und den adhesiven Verschluss. Bei weit offenen Apices ist es dann etwas einfacher, gerade wenn Sie mit dem Mikroskop arbeiten, haben Sie die Möglichkeit, das MTA relativ sauber zu applizieren und Sicht. Auch hier wieder eine Applikation mit der Papierspitze. Das ist ein Fall von Professor Gabriel Krastel aus Würzburg. Und wir sehen, wie wir eigentlich heute die Apexifikation mit dem MTA-Material sehr schön durchführen können. Und danach kann auch die Wurzelfüllung durchgeführt werden, ohne dass Sie jetzt da noch länger warten müssen. Wir warten nicht ab, bis das MTA abbindet, sondern können eigentlich durch die Kondensation des MTAs danach gleich die Gutta-Percha-Füllung durchführen und sehen es da in diesem Fall nochmal. Da war auch die Applikation vom MTA, die in diesem Fall auch sogar leicht über die Wurzelspitze drüber ging. Das ist eigentlich heute kein Problem. Wir wissen, MTA ist ein biokompatibles Material, es gibt keine Reaktion drauf. Also auch wenn Sie ein bisschen Material überfüllen, kommt es in der Regel nicht zu Problemen, nicht zu Reaktionen auf das Material, sodass Sie eigentlich klar das Material nachuntersuchen sollten, aber nicht erwarten müssen, dass da irgendwelche Komplikationen entstehen. Sehen gleich nach der Applikation vom MTA, versuchen wir gleich die Wurzelfüllung durchzuführen, hier mit erwärmter Gutta Percha, und da wird schrittweise dann der Wurzelkanal aufgefüllt. Und Sie sehen hier die Nachuntersuchung, die apikale Läsion hat sich deutlich verringert und der apikale Anteil schadet jetzt soweit eigentlich der Heilung nicht. Hier ein Fall von mir mit einem offenen Apex im Frontzahnbereich, kam da zu einer leichten Blutung. Das ist auch okay, das soll auch ein vitales Gewebe sein. Die Blutung hat aber gestoppt. Von dem her gehe ich davon aus, dass es ein gesundes Gewebe ist. Ich platziere mir das MTA im apikalen Bereich in mehreren Portionen. Und auch wenn das MTA ein bisschen feucht ist, weil es Feuchtigkeit aufzieht von apikal, dann kann es mit einer Papierspitze, kann die überschüssige Feuchtigkeit aufgesaugt werden, so dass wir das MTA danach eigentlich schön adaptieren können und einen apikal dichten Verschluss hinkriegen können. Apikale Chirurgie, da ist heute eigentlich das MTA das Material der Wahl für die Retroobturation. Auch da geht es darum, eine möglichst präzise Applikation des Materials zu haben. Die Spritzensysteme eignen sich da eigentlich relativ gut, um das Material zu platzieren, ohne dass Sie das Material in der ganzen Kavität verstreuen. Und wir wissen, dass das MTA auch eine gute Abdichtung zeigt, sodass wir in vielen Fällen eigentlich auch da wieder eine Regeneration der apikalen Läsion sehen. Hier ein Fall nach 2 Jahren, wo der Parodontalspalt wieder schön durchgängig ist und der Patient auch symptomfrei war. Hier ein Fall mit einem seitlichen Kanal, einem lateralen Kanal. Es war ein sehr, sehr großer seitlicher Kanal, der sich dargestellt hat. Wir sehen da im dreidimensionalen Röntgenbild die laterale Aufhellung. Danach, nach Reinigung des seitlichen Kanals, Füllung mit MTA. Hier die 2 Jahre später die Regeneration des Knochens und der Parodontalspalt, der da wieder verfolgbar war. Ja, das sind so ein bisschen die Applikationsmöglichkeiten und Anwendungsmöglichkeiten, die wir heute mit dem MTA sehen und mit den Spritzensystemen auch eine möglichst saubere Anwendung haben. Schauen Sie, wo es Hands-on-Kurse gibt. Wir machen immer wieder Hands-on-Kurse mit diesen Systemen.
Ich selber bin Referent am verschiedenen Endo-Curricula in Deutschland und bin auch immer wieder an Messen mit dabei, gebe dort Hands-on-Kurse. Schauen Sie mal, wo Sie so einen Kurs sehen. Hier sehen Sie das Modell, das Übungsmodell, was wir verwenden für den apikalen Plug oder die Perforationsdeckung. Ich denke, dass es ein gutes System ist, heute eigentlich relativ schöne Resultate zu erreichen, um MTA sauber applizieren zu können. Es ist eigentlich heute keine Hexerei mehr, das MTA sauber zu applizieren. Damit bin ich eigentlich am Ende meines Vortrages angekommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit bis dahin. Hier ein Bild aus Basel, aus meiner Heimatstadt. Und da bin eigentlich soweit bereit für, um die Fragen zu beantworten. Vielen Dank dafür. Ich möchte gleich die erste Frage da vorlesen. Kam die erste Frage, die Blutstillung, mit welchem Material bei der partiellen Pulpotomie? Ja, vielen Dank dafür. Grundsätzlich ist es ein Material, also ein Mittel, was wir verwenden, was einfach desinfizieren soll. Ich verwende persönlich 1%iges Natriumhypochlorid. Das hat in den Studien eigentlich die besten Ergebnisse gezeigt. 1%iges Natriumhypochlorid ist nicht zelltoxisch, somit desinfiziert es, aber es löst die Pulpa nicht auf. Und es fördert auch etwas die Blutstillung, somit hat man eine etwas schnellere Blutstillung. Es wird auch immer wieder diskutiert, Chlorhexidin zu verwenden. Chlorhexidin 0,2%iges desinfiziert sehr, sehr gut, fördert aber nicht unbedingt die Blutstillung. Aber wenn wir vitales, gesundes Gewebe haben, dann funktioniert das mit Chlorhexidin eigentlich genauso gut. Kommen wir zur zweiten Frage. Mit welchem Lichthärtenmaterial decken Sie das MTA ab? Gibt's, ja, es ist ein lichthärtendes Glasonomer-Zement, was wir verwenden. Es gibt verschiedene Produkte. Ich habe anfangs die lichthärtenden Calciumhydroxid-Produkte gezeigt. Wir verwenden eigentlich heute so ein lichthärtendes Calciumhydroxid-Präparat. Das kommt in Spritzenform und ist dadurch von der Applikation her sehr, sehr einfach zu applizieren, punktgenau, ohne dass man sich zu viel Adhäsionsfläche dann vergibt. Kommen zur dritten Frage. Wie schaut es mit koronalen Verfärbungen für Verwendung von weißem MTA aus im Vergleich zum grauen MTA? Ja, vielen Dank auch für die Frage. Die hatte ich eigentlich schon erwartet. Das graue MTA hatte früher eigentlich sehr viele Verfärbungen gezeigt und auch sehr, sehr ausgeprägte Verfärbungen. Man dachte zuerst, dass es eigentlich aufgrund der grauen Farbe ist, und hat dadurch dann nachher das weiße MTA entwickelt. Leider ist es auch mit dem weißen MTA so, dass es zu Verfärbungen kommen kann, gerade in Kombination mit Blut. Sehen wir sehr, sehr starke Verfärbungen. Auch das Bismutoxid im MTA kann zu Verfärbungen führen. Somit versuchen wir, das MTA im Frontzahnbereich, im sichtbaren Bereich möglichst zu vermeiden. Dort weichen wir noch auf Calciumhydroxid aus. Ich weiß, dass es Weiterentwicklungen gibt vom MTA, die jetzt ohne Bismutoxid zurechtkommen. Da wurde das Bismutoxid entweder weggelassen oder ersetzt durch andere Stoffe. Zirkonoxid gibt es heute. Bald, ich nehme an, es kommt bald sicher auch noch etwas mehr Möglichkeiten vom weißen MTA, die raus, was nicht verfärben soll. Sobald Sie aber eine Blutkontamination haben, müssen Sie damit rechnen, dass das Blut halt auch zu einer Verfärbung führen kann. Und somit bin ich da eigentlich eher etwas vorsichtiger. Für mich ist es aber ganz klar, die Vitalerhaltung geht vor. Und wenn es danach zu Verfärbungen kommt und wir aber eine Tertiärdentinbrücke sich gebildet hat, die Pulpa sich leicht zurückgezogen hat, dann kann man sekundär solche Verfärbungen dann immer noch aufhellen.
in einem zweiten Schritt. Von dem her ist für mich jetzt da die Verfärbungstendenz eher etwas sekundär, aber natürlich auch ein Problem, was später auf uns noch zukommen wird, wenn wir diese Fälle dann nach uns suchen. Ja, minimale Aufbereitungsgröße bei Apexifikationen. Wir brauchen halt einen gewissen Durchmess, damit wir mit diesen Applikationssystemen in die apikale Region kommen. Ich sage jetzt mal, die Größe spielt eigentlich gar nicht unbedingt eine Rolle, aber wenn wir eine Apexifikation haben oder machen müssen, dann sind es oftmals etwas weitere Kanäle, so dass ich da jetzt nicht noch weiter aufbereite. Die meisten Kanäle, die halt einen offenen Apex haben, die sind eigentlich schon relativ weit und da reichen die Applikationsspritzen, die wir oder die Größen der Applikationsspritzen, die wir haben, eigentlich heute gut aus, dass wir das Material in die apikalen Bereiche gut hinkriegen. Noch eine Frage: Ist das MTA nach 2019 radiopark? Das MTA ist radiopark, wenn es halt das Bismuthoxid drin hat oder halt ein anderes Material, was eine Röntgenkontrast ergibt. Ich verwende gern das MTA mit Röntgenkontrast. Also das MTA hat immer ein Röntgenkontrastmittel drin, um es radiologisch auch zu untersuchen, um zu sehen, wo ich es platziert habe. Es gibt auch Portland-Zemente, die keine Röntgenopazität zeigen. Dort ist es halt oftmals schwierig zu sehen, wo man das Material platziert hat. Und durch das empfehle ich eigentlich heute das MTA mit einem Röntgenkontrastmittel drin. Ich denke, eben in Zukunft werden wir Produkte haben, die ohne Bismuthoxid arbeiten und mit einem anderen Material die Röntgenopazität hinkriegen. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir da in nächster Zeit noch mehr Material sehen werden. Ja, das war jetzt die letzte Frage. Warten noch einen Moment, falls noch weitere Fragen kommen sollten. Und sonst wären wir dann am Ende des Webinars. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, ich konnte Ihnen da ein paar Hinweise oder nützliche Tipps geben, die Ihnen in der Praxis, in der täglichen Praxis vielleicht weiterhelfen können. Ja, gut, ich denke, es kommen keine Fragen mehr. Vielen Dank.